Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java for SMTG. Nur der Struktur sequentiell, sehen wir dann heute eine andere wichtige Grundstruktur an der Programmation. Machen wir das mal ein Beispiel. Ja, ein Beispiel. Hm? Voilà. Schüler, das ist jung, die will das Weekend entweder rausgehen oder daheim bleiben. Ja. Möchten Sie also den Sachen von suchen? Ja. Geld, Montant. Froh ist, wie kriege ich das am Französischen formuliert? Ja, aber wenn ich es proper formuliert kriege, kriege ich dann auch einen Computer bei mir. Kann noch direkt auf Blitzbüsch aufhängen, dann machen wir das auf Französisch ja noch. Ja, okay, wie formulieren wir? Ich mache mal so ein, wenn Montant groß genug ist, wenn ich genug Montant habe, genug Geld habe, dann gehe ich an das Kino, sonst bleibe ich stehen. Voilà, das ist der einfachste Weg. Du musst mir das auf Französisch machen. Fährt auf Französisch, also auf Französisch. Ja. Das müssen die wir doch am Französischen lehren. Wann? Sie. Sie. Fangen Sie. Groß genug. Okay. Was hast du gesagt? Wann ich genug suchen habe? Sie. Montant. Du musst mal aufpassen, du musst unbedingt mathematisch denken. Ja. Ja, groß genug. Da das ist froh. Ich muss groß genug irgendwie in den Kreis da bringen, ja. Was können wir so? Montant wie groß wie 100? 100? Ja. Und dann? Ja. Wann der Montant mir, wann ich genug Geld tun, wann Montant mir groß wie 100? Sie, Punkt, Punkt, Punkt. Alors? Alors? Das denn? Alors? Ja, je vais au cinéma. Ich meine, das ist so als ganz viel für so einen Text. Je vais au ciné. Ja. Ganz viel. Mhm. Ja, komm mal. Und dann sinon. Sos. Je reste à la maison. Voilà. Ja, die haben mich geht. À la maison. Voilà. Am Anfang muss man dann mit einem Saat, also ein Chlor gemerkt, was man macht. Ja. Der ist nun ein Choix getroffen. Mhm. Auf Französisch nennt das eine Alternative. Ja. Das ist, wir müssen nicht daran denken, dass nicht, wir haben eine zwei Alternativen, wir haben eine Alternative. Eine Alternative heißt zwei Möglichkeiten. Genau. Wir müssen daran denken, weil sonst wird die Tendenz, das zu vergessen und dann noch falsch zu sagen. Ja. Das tun, nennen wir Kondition. Oder das ist die Kondition, die sieht, ob ich das dient oder das dient. Ja. Das Wort ist wichtig. Kondition. Ja. Und da sind wir ein mathematischer Vergleich. Prinzipiell, für den Anfang sieht man, das ist ein mathematischer Vergleich. Ja. Nur gesehen, oft zwischen zwei Sachen, ja. Voilà. Das ist ein bisschen mehr. Ja, das ist mehr subtil. Das ist ein bisschen subtil, das geht durch für den Anfang. Mhm. Das ist ein Teil. Machen wir mal auch. Als dann den Deal vrai. Was mich interessiert am Anfang, als ohne den Alor, die Statuen sind dann die Befehle, der Block, Partie vrai, die wir so. Wenn die Kondition stimmt, ist schon mehr wie 100 Euro, dann meine Statuen. Das ist dann Partie vrai. Mhm. Vrai. D'accord? Ja. Den zweiten Teil von der Alternative. Was dann, ja, wenn das nicht stimmt, wenn die Kondition nicht stimmt, ja, wenn der Mensch das dann hat. Da kann man das selber schon, das tun, was dann den Deal falsch. Selber wirst den Sinon geheiert nicht ganz dazu, das tun, was dann Partie vor. Abgepasst, vor, nicht vor, dafür man das auch ganz viel, das wird so, dass den Deal dann so heißt. Da kann ja. Das ist mit so einer Partie, die vor, heißt dann eine Partie vor. Okay. Das ist ein. Das kannst. Und das kannst du doch nun. Die muss ich noch verhalten. Das heißt noch eine neue Struktur. Mhm. Und die heißt dann auf Französisch eine Struktur Alternative. Struktur Alternative. Die wir da sehen, wichtig. Das hilft nicht zum Programmieren.
am Java. Mit müssen am Kap aber dann klar. Weil die klar denkt, kann noch klar hier am Programmieren. Ja, und könnte der Satz nicht am Kap formuliert, könnte er doch nicht programmiert. Wir sind jetzt mal ziemlich sicher. Das ist wahrscheinlich eine von den wichtigsten Sachen. Ja. Ich habe einen kleinen Fehler, das macht die vraie, meine ich, ohne E. Also warum das denn denen so heißt. Voilà. Das ist lo textuell gesehen. Mhm. Ich weiß aber, lo, wie geht denn das dann lo am Struktogramm weisen, an am Java. Kleiner PowerPoint, Strukturalternativ. Strukturgramm geht es so aus. Viertel vom Strukturgramm par rapport zum Java ist, dass viel mehr klar, wo der Vrei par rapport zum Vor ist. Konditionen könnt ihr haben, selber das meistens ein Vergleich von zwei Sachen. Der Block Vrei ist selber wie ein Party an der Programmation, schweizt man aber meistens für Blick. Und dann der Block Vor. Okay. Das Team schon einfach strich, dass ich klar, es gibt kein Zusammenspiel zwischen den zwei Blicken. Die sind unabhängig, die nicht von dem Männer. Nicht vergessen. Voilà, am Java. Am Englischen, the C. If. If, voilà. If, Klammer ob, die ist wichtig. Zwischen der Klammer steht als Kondition. Und da könnt also Block frei. Es gibt kein Wort für Alor. Okay. Am Pascal geht es denn, am Java geht es nicht, wir können Alor anfangen. Und dann Stichwort else, und dann der Block vor. D'accord? Ja. Nach einer ganz kleinen Subtilität. Es gibt keinen Strichpunkt an dem if, respektive an dem Block frei. Das ist einer der häufigsten Fehler, den ich gesagt habe, da kriegt ihr nur ganz, ganz viele Fehler. Ja. Geht das für uns auch kein Befehl? Das ist eine Struktur. Das ja. Ganze ist ein Befehl. Mhm. Das Ganze, aber das ist eine Struktur. Ja. Das à la fois vrai et faux. Das ist ein Hybrid, ja. Ja. Mit dafür macht nie einen Strichpunkt. Wenn es so geht, die kriegt keinen Fehler, weil mehr Programm funktioniert nicht. Am besten Fall kriegt ein Fehler, weil es so, dass den als durchsteht an der Luft. Ja, problematisch wird für kein als durch. Ja, dann geschieht nicht viel an dem, was nicht viel wert. Ja. Es gibt eine kleine Variante von dem heute, dass wenn ich kein vor haben. D'accord? Schon ist eine Kondition, entweder ist die Kondition wahr, und dann meine ich den Deal frei, wenn die Kondition nicht stimmt, dann geschieht nichts. Ja. Das kriegt ihn oft hin. Mhm. Voilà. Das ist ein bisschen für die Präsentation. Das ist gut, wenn man Luther zählt, an einem richtigen Java-Programm. Ja, stark. Ja, das ist auch mein Fass. Da gehen wir hin. Aha. Wir schon angefangen. Klein Class, going out, perform choice. Heißt, ich meine, ich treffe. Okay, programmieren wir das. Ich brauche irgendwie mein Unter. Ja. Das Lokalvariable oder das Attribut. Attribut. Private int money. Voilà. Anders mein Test. Konstrukt der Initialisation von dem Attribut, was hier nicht nötig. Das ist immer, spielt keine Rolle. Bon, fangen wir an. If, wo man gesagt, ich gehe jetzt auch direkt rutschen, wie das programmiert. Ich meine direkt Klammer auf, Klammer zu, ohne Kondition, und direkt. Du musst Gerüst für dich. Gesamte ja. Gerüst, ganz genau. Ja. Als Klammer auf, Klammer zu. Für wer das nötig? Ja, da vergiss ich das nicht. Weil Tendenz ist ja nur, ich vergesse entweder den Als oder die Klammer vom Als. D'accord? Mhm. Der Block frei und dann der Block vor als direkt da. Ich brauche keinen Gedanken zu machen. Login ist hin, kann ich schrauben, ich meine Kondition machen. Für den gesorten Montant muss mehr groß wie 100 sein, dann schreibe ich das einfach dahin. Und ich genug Geld, mehr groß, mathematisches Symbol, wie 100. Voilà. Ja. Und dann, ja, da geschieht etwas hier. Ich meine, System out. Find LN, Klammer auf, Klammer zu. Und dann Management Text dran. Je vais au cinéma. Nehme. Klammer, Gänsefüßchen zu. SOS. System out printellen, Klammer auf, Klammer zu, Gänsefüßchen, und dann je reste à la maison. Voilà. Speichern und ein Kehr kompilieren. Voilà. Okay, das ist das Prinzip. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu der Repräsentation. Zu der Indentation? Oder? Indentation. Wenn ihr halt ein bisschen guckt, ist schon das System ein bisschen raggerickelt. Das tun ist absolut nicht okay. Für was? Weil da tun ist keine Übersicht. Was für ein Befehl wo sind. Das tun dann dann indenté, auf Französisch indent, auf Englisch. Aber wenn ihr gut merkt, denn if, ganz diese Struktur ist schon
par rapport zu der Methode indentiert. Das ist eine Stufe ran. Ja. Methode ist auch schon eine Stufe indentiert par rapport zu der Klasse. Wir möchten in so einer Indentation den Tab. Sowohl am Windows, Linux oder Mac. Den Tab möchte ich das. Muss ich nicht, kann auch mal das passen machen. Den Tab ist aber dafür viel mehr. Alles für definiert auf 3-4 Jahre passen. Ja. Das ist eine Obligation. Sobald ich einen Block habe oder irgendeine Struktur mit einem Innercode, einen Block, dann muss ich indentieren. Möchte Leserlichkeit absolut wichtig. Das kann ich nicht lesen. Ja, das ist wie Punkten aufgezogen wie eine schlechte Handschrift. Voilà. Der Prof muss können das lesen. Wir Programmieren an der Praxis, dass das eine Obligation will, wenn ich einen Code von einem anderen lesen. Ja, Zeit verlieren, da wenn das ist also absolut nicht okay. D'accord? Ja. Das ist eine Sache, die muss man. Voilà. Da kann ich noch, das tun noch ein paar bisschen mehr. Klar, man, das tun. Ich will halb es machen. Das tun aus einem. Ups, Konstrukt. Das geht. Voilà, das tun aus einer Kondition. D'accord, bannen dran. Von diesem Teil hier ist der Block frei, der Block faux. D'accord? Das sind drei Teile. Ein guter Rot macht dich immer. Ja. Schreibt die Akkuladen. Schreibt die Akkuladen, schreibt auch den Als. Von daher nur mir, ich spreche keine, jetzt kann er den auch immer wegschulen. Ja. Ich schulte am Anfang an der Programmation nicht. Nein, frisst doch kein Brot. Frisst kein Brot. An der Praxis her nur, möchte ich nie ein Als, wenn nicht muss sein. Mehr am Anfang macht den. Ja. Okay. Ich habe schon gesagt, Kondition hier. Ich habe gesagt, das ist immer vergleichbar von zwei Sachen. Für ganz präzise, na, das muss man erwähnen, das ist ein Boolean. Den du auf der Platz. Ich kann da auch eine Boolean-Expression machen, zum Beispiel direkt eine Variable, das ist erlaubt. Die meisten Fälle am Anfang ist hauptsächlich ein mathematisch Vergleich von zwei Sachen. Was ist das Vergleich? Kennen denn die meisten Sachen schon nun? Ja. Da brauchen wir nicht viele Gedanken zu machen. Aber das ist ein Symbol, der Migrant, plus grand que. Ja, den ist einfach. Abgepasst. Wie groß ist das erwischt? Das so geschrieben, nicht mit Mathematik mit einem Strich, das tun ist verboten. D'accord? No, das kriegt doch schlecht hin, das geht wohl so ein Symbol, wenn ihr die Front tut. Das ist ein bisschen schwer. Und dann, plus petit, ou égal, da sind wir Handen drin. D'accord? So, du machst alle mit groß wie klein. Das sind die einfachst. D'accord? Mhm. Da kann man die ein bisschen schwer. Nun. Der Vergleich war bis selbst das, ja. Abgepasst sind das. Zwei. Ja. War das schon mehr in Indien ist gleich zwischen. Das ist eine Affektation. Ja, das ist Affektation. Ja. Das kriegt eine ganz komische Fehlermeldung. Hier. Klassiker. Hier ist dann ein Egalitätstest. Ich teste, ob die zwei Lernt ist. Und es gibt auch einen verschiedenen Fund. Den ist ein bisschen subtil. Das ist ein Ausrufezeichen. Ist gleich. Ja. Das sind also sechs Operateur de Comparaison, weil ich kann mit der Apps vergleichen. Super. Ich kann auch eine Methode gebrauchen, die mir ein Boolean rumgeht, da dran. Resultat muss entweder wo oder falsch sein. Ne? Muss ein Boolean sein. Ja. Wo oder falsch. Entweder ein Operateur de Comparaison, wenn ich sehr mit dem vergleichen, oder ich meine dann eine Methode, die mir ein Boolean rumgeht, oder eine Variable. Das ist immer erlaubt. Das ist ein Klang. Leider. Ein Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Da das der String. Ah. String als ein Objekt. Den Objekt kann ich nicht mit dem Dur vergleichen. Die Operateure funktionieren nicht mit Stringen und mit Objekt. Die kriegt, wenn ihr den heute wollt gebrauchen, sogar nicht unbedingt eine Fehlermeldung. Ja, denke geht es nicht. Voilà. Und so wissen nicht genau wie weit. Ich gehe dann nur auf den Blätter zurück. Ich will unbedingt bis mir Platz um zu schreiben. Schon einfach hier String. S. Das ist so nicht was dran. Das ist nicht. Also es kann etwas dran sein. Hier schon den Text. Schon ein if. If, Klammer ab. Klammer zu, wieder gesit. Schluss ist auf viel Platz. Geschweifelte. Hier schon das geschweifelte zu. Als Klammer ab. Das geschieht irgendwann. Das interessiert das nicht. Was soll ich da schreiben? Abgepasst, was verboten ist, ist das tun. Nach einem Kehr, das tun, ist gleich. Ja. Was soll ich schreiben? Ich habe Wunden.
geht nicht. Ist gleich, also Vergleich von Werten, von Zahlen, nicht ein Vergleich von Objektsinhalten. Die Statuen ist formell interdit. Heinz so geht es, Heinz so geht nicht, und ich weiß nicht, wie weit. D'accord? Wie das richtig zu machen, brauchen wir etwas anderes, dass für alle Objekts das gültig ist, dass eine Methode abruft, die heißt equals. Klammer auf, Klammer zu. Und dort dran, meine ich den Wert, den ich will testen. D'accord? Das ist eine Methode, die geht der Boolean rum, wahr oder falsch. Ja. Wenn den S den Inhalt von der Variable S wunnen ist, als Text, da kann ich true, wahr, sonst kann ich falsch, false. Mhm. D'accord? Objekt muss ich mit equals vergleichen, nicht mit dem ist gleich. Ja, wenn ich erwischt mit den ersten, den ich falsch mache, dauert nicht lange. Dauert nicht lange. D'accord? Okay. Das ist im Prinzip alles für den heutigen Deal. Ja, das war den einfachen If. Ja, also nicht. Merci für das Nullleistern und bis nächstes Jahr.